Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Stück für Stück den Handstand erlernen könnt. Fangen wir mit der Ausführung an. Im ersten Beispiel sehen wir einen Bananenhandstand, der zwar leichter zu stehen ist, aber keine Vorteile gegenüber dem geraden Handstand bietet. Im zweiten Beispiel sehen wir den geraden Handstand. Dieser stellt unser Ziel dar. Der gerade Handstand hat den Vorteil, dass er gelenkschonender ist, da der Körper in einer Linie steht. Das bedeutet weniger Stress für die Schultern und die Lendenwirbelsäule. Zusätzlich spannen und steuern wir durch den geraden Handstand die Muskeln im Rumpf, in der Hüfte und im Beinbereich effektiver an, als wenn wir die Beine nach vorne hängen lassen und ein Hohlkreuz bilden. Der letzte positive Aspekt ist die verbesserte Körperkontrolle, da man nur gerade stehen kann, wenn die Schulter, das Becken und die Beinbewegungen aufeinander abgestimmt sind. Beim Handstand balanciert ihr euren Körper primär über die Handgelenke, die Schultern, das Becken und die Beine. Oftmals kommt ein Bananenhandstand nur zustande, weil die Beweglichkeit im Schultergelenk fehlt. Um es richtig zu machen, kippt man das Becken nach hinten und öffnet den Armrumpfwinkel, ohne im Rücken ein Hohlkreuz zu bilden. Um dies zu erreichen, empfiehlt es sich, Übungen für die Beweglichkeit zu absolvieren. Widmen wir uns jetzt den Übungen und Progressionen. Als erstes könnte man mit einem Pike Stand beginnen. Auch hier ist es wichtig, die Arme zu strecken. Weiter geht es mit dem Wandhandstand. Als erstes wird das Hochkicken geübt. Es gibt dabei mehrere Methoden, wie man bauch- und rückenwärts stehen kann. Da man etwas entfernt von der Wand steht, wird der Körper nicht komplett vertikal sein. Man muss aber darauf achten, dass der Körper an sich gerade ist. Als nächstes gehen wir näher an die Wand ran. Wenn wir dabei zu kraftvoll hochkicken, prallen wir einfach nur von der Wand ab. Man trainiert demzufolge schon den richtigen Schwung für den Kick beim freien Handstand. Da man näher an der Wand steht, ist nun auch der Körper vertikaler. Die letzte Progression ist der One Leg Assisted Wall Handstand. Hier wird jetzt nur ein Bein an die Wand gelegt und das andere wird gerade nach oben gestreckt. Jetzt wird versucht, das andere Bein langsam zu lösen und gerade stehen zu bleiben. Da immer noch an der Wand geübt wird, kann man sich immer wieder neu ausrichten. Bevor ihr zum freien Handstand übergeht, solltet ihr noch das richtige Verlassen des Handstands üben. Hier kann man sich entweder abrollen oder seitlich aus dem Handstand herausdrehen. Man kann den Handstand natürlich auch an Parallels oder an einer Straight Bar üben. Allerdings wird das Handgelenk durch die unterschiedlichen Griffe auch unterschiedlich belastet und deswegen muss der Körper auch das Balancieren mit diesen Griffen erlernen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video viele eurer Fragen zum Erlernen des Handstands beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Für mehr Videos abonniert uns auf YouTube und Facebook. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald, Alex.